Data-Driven Marketing ist für fast jede Branche ein brandaktuelles Thema. Doch die Herausforderungen werden jeden Tag komplexer. Jonas Raschedi zeigt gemeinsam mit anderen Experten, wie man diese Herausforderungen mit der Hilfe von Daten meistert. Herzlich willkommen zu My Data is Better Than Yours, der Data-Driven Marketing Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute mit einem spannenden Gast, dem lieben Sebastian. Aber Sebastian, stell dich doch einmal selber kurz vor. Ja, hallo, danke für die Einladung. Also Sebastian, mein Name ist Sebastian Wernicke. Ich bin Chief Data Scientist bei der OneLogic. Das heißt, ich leite ein Team von etwa 40 Data Scientists bei uns. Und die OneLogic ist ein Dienstleister und ein Softwareanbieter rund um das Thema produktive Data Science. Sehr spannend. Da wird sich jetzt auch definitiv ja das Folgenthema vielleicht so ein bisschen mit einem Schwerpunkt schon mal schwenken. Wir werden also höchstwahrscheinlich nicht über Marketingklasse sprechen, sondern eher über Data Science. Sebastian, ich habe ja auch gesehen, du hast auch schon hattest schon Tech Talks und befasst dich mit dem Thema ja auch selber so ein bisschen intensiver. Gehetzige Frage. Und du bist ja auch bei OneLogic mit den 40 Mann ja ein bisschen tiefer drin, wie sich das Thema entwickelt. Männer und Frauen, nicht nur 40 Mann, das ist immer ganz wichtig. Data Scientisten und Tistinnen, sorry und vielen, vielen Dank dafür, das ist mir auch mal ein wichtiges Thema, manchmal vergesse ich es dann leider unbewusst. Wie entwickelt sich das bei euch? Also ist euch langweilig vor wenig Aufträgen oder ist es eher so, dass ihr euch nicht retten könnt? Also um da mal so einen Blick drauf zu geben, also jetzt sind wir noch 40 Leute, demnächst wollen wir gerne 60 sein. Also ich glaube, das spricht so ein bisschen dafür, wie sich dieses Geschäft gerade entwickelt. Ja. Das ist aber natürlich, ich meine, beim Thema Data Science ist die Frage, glaube ich, schon berechtigt, weil das ist ja auch so ein bisschen so ein Hype-Begriff, ne? Also genauso wie künstliche Intelligenz oder sowas, wo, also ich glaube auch schon viele Leute, und wir merken das auch bei den Kunden, so ein bisschen müde sind, was diesen Begriff angeht, ne? Und dann sagen, oh, jetzt ja, Data Science, das haben wir jetzt auch schon seit vielen Jahren versucht und eigentlich ist nie was Vernünftiges bei rausgekommen, hat immer nur Geld gekostet. Und deshalb habe ich eben am Anfang auch gemeint, produktive Data Science, ich glaube, das ist sozusagen das neue Ziel, wo wir eigentlich alle hin müssen mit dem Feld. Das heißt, dass wir eben nicht uns irgendwie zurückziehen und dann im Elfenbeinturm da tolle Analysen entwickeln, die dann vielleicht auf einer Folie landen oder in einem Python-Notebook, was dann auch keine Fachabteilung interessiert, sondern dass wir eben sicherstellen, dass wir am Ende auch produktive Tools und Lösungen beim Kunden ausrollen, wo dann diese ganzen hehren Versprechen, die ja immer gemacht werden mit dem Feld, dann halt auch endlich mal eingelöst werden. Ja, meine Rede, vielen, vielen Dank dafür, dass du es auch nochmal gesagt hast. Also aufzuhören mit den Buzzwords, die Buzzwords durchs Dorf oder durch den Konzern oder durchs Unternehmen zu treiben, sondern einfach mal hinzusagen und zu sagen, ey, Data Science ist ein Hilfsmittel oder ist es ein Werkzeug, um Probleme zu lösen, die ein Business hat. Ja. Und nicht tun, damit man es getan hat, dem sozusagen Buzzword bedienen Thema her, sondern eher von dem Sinne von, welchen Value kann ich denn stiften mit den Aufgaben, die ich mit Data Science mache und sie dann auch wirklich umzusetzen. Mhm. Hast du Beispiele dafür, Sebastian? Hast du coole Beispiele, wo du sagst, hey, das funktioniert sehr gut, damit machen wir einen Mehrwert im Data Science Bereich und auch mal so ein Klassiker, wo du sagst, das kommt immer wieder vom Kunden und es bringt eigentlich gar keinen Mehrwert. Klar, gibt es ein gutes Beispiel und ein schlechtes Beispiel. Ich steige mal mit dem guten Beispiel ein. Und das kommt aus der Automobilbranche. Also ich selber besitze gar kein Auto. Ich bin Fahrradfahrer irgendwie schon Leben lang. Von daher war mir das auch neu. Aber wenn du zu einem Händler gehst und sagst, ja, ich habe mir da jetzt ein Auto ausgesucht, das hätte ich gerne und hast das irgendwie konfiguriert. Also hast dir überlegt, welche Lackierung, welche Sitze, welche Sonderausstattung und so willst du da reinhaben. Dann kannst du das ja gar nicht sofort irgendwie haben, dieses Auto, sondern machst da irgendwie eine Anzahlung und dann heißt es, naja, in einem halben Jahr kommt dann das Fahrzeug. So, und der deutsche Kunde, der ist da offensichtlich gewillt, sich da irgendwie auch drauf einzulassen, dem macht das gar nicht so viel aus, der freut sich dann, dass das Auto kommt. In anderen Märkten ist man da ein bisschen ungeduldiger. Also wenn man jetzt so in Richtung China oder vielleicht auch Nordamerika denkt, da sagt der Kunde, ich will es jetzt gleich haben. Ich will es jetzt. Gib's mir bitte. So. Und
Was man jetzt machen kann mit Hilfe von Daten ist, wenn man sich mal anschaut, naja, welche Fahrzeuge und vor allen Dingen auch welche Fahrzeugkonfigurationen wurden denn in der Vergangenheit verkauft? Was machen die Leute vielleicht auch noch im Internet, ne? Also in so einem Internetkonfigurator, wie stellen die sich da ihr Traumfahrzeug zusammen? Wenn man das alles zusammennimmt, dann könnte man ja vorhersagen, was für Konfigurationen von Fahrzeugen die Kunden zukünftig nachfragen werden und die dann schon herstellen und dem Händler auf den Hof stellen. So, und dann ist das Zukunftsszenario, dass dann der Kunde geht wieder zum Händler und sagt, ja, ich habe mir das ganz genau überlegt, ja, wie ich das haben will, völlig individuell. Und der Händler sagt, naja, was ist das für ein Zufall? Dieses Fahrzeug habe ich fast genauso auf dem Hof stehen. Kannst du gleich mitnehmen. So, das ist erstmal für den Kunden toll, super Kundenerlebnis. Und dann kommt noch was dazu, weil, und das ist ja auch so ein bisschen angesprochen, das muss sich ja auch lohnen, ne? Also ein zufriedener Kunde ist ja schon erstmal sehr gut. Das kann sich aber sogar noch ein bisschen mehr lohnen. Wenn man dann sagt, naja, dieses Fahrzeug, was da auf dem Hof steht, du, das hat ein bisschen mehr, als du eigentlich wolltest, ne? Also vielleicht irgendwie die bisschen größere Stereoanlage oder noch die etwas schickeren Felgen, ne? Aber ist okay, oder? Wenn du es jetzt gleich mitnehmen kannst. Ja, und da sagt der Kunde in der Regel, ja, das hätte ich ganz gerne. Und die konkreten Zahlen dürfen wir nicht nennen, aber das lohnt sich richtig. Also das ist so, dass wenn man dann in der Zeitung so die Quartalszahlen sieht, dann weiß man, was man da selber für einen Beitrag geleistet hat. Und das ist dann wirklich so ein Fall, wo man sagt, also dieses ganze Thema Daten, muss man ja eigentlich sagen, wir müssen das ja gar nicht Data Science nennen, also dieses Thema Daten, wenn man das richtig einsetzt und ordentlich in die Produktion reinbringt, dann kann sich das massiv lohnen. So, du hast es ja auch gefragt nach so Fällen, die nicht so gut funktionieren in der Regel. So der Klassiker in der Data Science ist dieses ganze Thema Predictive Maintenance, ne, wo man also hofft, vorherzusagen, wann denn irgendwie Maschinen ausfallen und sagt, ja, also wenn ich quasi schon 2 Tage vorher weiß, die Maschine wird ausfallen, dann kann ich die schon reparieren und dann läuft die Produktion weiter. Das ist so ein klassischer Fall, der sich in der Regel überhaupt nicht lohnt. Der Grund dafür ist unter anderem, dass die Maschinen heutzutage halt einfach schon extrem gut sind. Ja, also das heißt, du hast ganz wenige Fälle, wo die wirklich ausfallen. Und als Data Scientist bist du ja immer darauf angewiesen, dass das, was du vorhersagen sollst, ja, schon das ein oder andere Mal passiert ist, weil ansonsten, wie willst du es denn vorhersagen? Und wenn man sich das dann in der Realität anschaut und sagt, ja, dann zeigt uns doch mal, wo sind denn die Maschinen ausgefallen und wie häufig in den letzten 3 Jahren? Und da sieht, ja, also 5-mal, ne? Das lohnt sich halt einfach dann auch nicht. Das, denke ich mal, ist so das Spektrum, was wir da aufspannen können. Ne? Von also lohnt sich richtig bis, lass es mal lieber bleiben. Ich glaube, das kommt nochmal auf das eine Thema hin, was wir auch immer wieder sagen und was wir jetzt oder was ich jetzt auch gerade bei der Reise bei Douglas kennenlerne und immer wieder gebetsmühlenartig sage, was aber auch viele Mitstreiter bei anderen Firmen mir auch immer wieder mitgeben, ist, wenn die Datengrundlage nicht gut ist, wenn darauf nicht geachtet wird, dass die Daten gut gepflegt werden, wie sollen wir überhaupt schaffen, dann irgendwelche guten Data Cases daraus zu bauen? Wie können wir irgendwas voraussagen, wenn 3-mal der Shop abgeschmiert ist oder die Daten eben nicht übertragen wurden, weil der Shop abgeschmiert ist oder 2-mal, weil was falsch deployed wurde, die Daten abgeschnitten werden, dann würde von der Logik her, ganz simpel gesprochen, das ja mit in den Algorithmus mit einbezogen werden, obwohl es gar keine Wertigkeit hat. Und das sollten viele Leute nicht verbessern, damit wir coole Sachen machen können im Data Science Bereich, wo du jetzt auch gerade, Sebastian, ja super gesagt hast, welche Cases da eigentlich gibt und welchen Mehrwert man dann generieren kann, jetzt zum Beispiel in der Automobilbranche, dass man eben darauf achten muss, dass die Fundamente stehen. Ja, und das ist auch bei uns eigentlich immer das Thema, ne? Also wenn wir jetzt, ich hatte es ja vorhin erwähnt, wir suchen ja auch einige neue Kolleginnen und Kollegen. Und das Erste, was ich dann eigentlich immer im Bewerbungsgespräch sage, wenn ich da mit den Kandidatinnen und Kandidaten spreche, ist, dass ich sage, naja, stellt euch mal drauf ein, das ist ein Klempnerjob, den ihr eigentlich macht. Ne? Also Data Science hat ja von außen immer so ein bisschen diesen Anstrich, ja, da darfst du dann den ganzen Tag mit den tollsten Modellen und dir das neueste neuronale Netz reinziehen und so weiter. Das ist einfach nicht so. Also ich würde auch sagen, dieser Klassiker, ne, wir verbringen eigentlich 80% unserer Zeit damit, Daten entgegenzunehmen, Daten zu säubern, Daten zu verstehen. Natürlich darfst du immer nur sagen 60% und dann ist schon jeder schockiert, aber die Realität ist halt, das sind einfach 80% der Arbeit und das ist auch, das kann ich nur zustimmen, das zieht sich bei allen Kunden von oben bis unten durch und hat natürlich auch so ein bisschen das Problem, dass
ja, wie soll ich sagen, so diese ganzen Themen Datenbereinigen und so, die sind halt uncool. Ne? Da will sich auch keiner damit beschäftigen. Also ich hab noch nicht gehört irgendwie, ja, was weiß ich, der, ne, der Herr Dr. so und so, der ist jetzt Vorstand bei uns, weil der früher mal die Daten aufgeräumt hat. Also sowas, damit gewinnst du keinen Blumentopf. Jeder versucht sich, ja, um dieses Thema so ein bisschen zu drücken. Und dementsprechend sieht's halt auch aus. Also ich glaube, dass dieses Thema Daten eine Wahnsinnsbedeutung bekommen wird und auch, hoffe ich zumindest, auch eine viel höhere Wertigkeit, weil ich stimme dir hundertprozentig zu. Ohne da die richtige Grundlage zu haben und die richtigen Rohstoffe, brauche ich auch mit den Modellen nicht anfangen. Und ich meine, wenn man mal ganz ehrlich ist, auch es ist ja jetzt nicht so, dass irgendwie ich mal jemals ein Data Science Projekt gesehen hätte, wo ich sage, das ist am Algorithmus gescheitert. Wenn wir nur ein tolles neues Modell gehabt hätten, wenn wir nur dieses eine Paper gefunden hätten, wo die Lösung, das ist es ja nicht, sondern es sind die Daten und natürlich auch Business Cases und sowas. Ne? Also es liegt daran, hat sich das Business überlegt, was man denn eigentlich machen will? Sind wir sicher, dass Daten überhaupt der beste Weg ist, um das zu erreichen? Und haben wir dann überhaupt die Daten? Daran scheitert sowas und nicht daran, dass man sagt, da waren wir nicht schlau genug mit unserem Algorithmus. Also. Ja, das ist genau das, dieses typische, immer wieder die großen Beratungen, würde ich jetzt mal frech behaupten, und diese Pressemeldungen, wo kommuniziert wird, hier ein cooler Data Science Case oder lass uns doch mal gemeinsam einen machen. Was aber nie beachtet wird, ist ja das klassische Eisbergprinzip, wie viel Arbeit da vorher reingesteckt wurde, um zu gewährleisten, dass die Daten stimmen. Und nur weil eine der großen Beratungen einen kleinen MVP Data Science Case gebaut hat, der echt cool einen Anklang gefunden hat, und sie dann aus dem Projekt gehen und sagen, jetzt bring's mal produktiv, und wir uns dann sozusagen damit rumstreiten müssen, zu sagen, okay, aber wir haben doch gar keine produktiven Daten, wie sollen wir jetzt diesen Case so spielen, ja. Ja, also diese klassische POC-Falle, ne, wo man gesagt hat, guck mal, wir haben da in dem POC mit einem statischen Datensatz, den wir bereinigt hatten, wo wir wahrscheinlich auch das Backing hatten des gesamten Vorstands, ja, was ganz Tolles hingestellt, wieso klappt das denn jetzt nicht morgen in der Realität da draußen? Das ist, glaube ich, etwas, da muss dieses ganze Daten- und Data-Science-Thema ganz dringend raus aus diesem, wir haben einen coolen POC gemacht, warum wird das jetzt nichts? Und ich glaube auch, also das versuchen wir zumindest auch in unserer Arbeit, dass es ganz wichtig ist, von Anfang an diese Produktivgedanken mal mitzudenken. Also, dass man sich nicht am Anfang immer nur sagt, ja, was können wir denn Tolles alles mit Daten machen, sondern ich dann auch immer gerne so frage am Anfang vom Projekt, ja, jetzt lass uns aber doch nochmal schauen, wer im Business soll denn am Ende was damit genau machen? Was bekommen die dann? Also bekommt dann jemand auf dem, jetzt mal ein bisschen plakatives Beispiel, bekommt jemand auf dem Handy eine rote Ampel angezeigt, wo dann draufsteht, mach das jetzt nicht? Oder hat da jemand irgendwie ein Dashboard? Also wer soll damit handeln? Wer soll damit irgendwie was anders machen? Weil wenn man es nicht durchdenkt bis zu dem, wer macht irgendwann was anders, dann ist es so wahrscheinlich, dass man in diesem Proof of Concept einfach stecken bleibt, weil man sich überhaupt nicht überlegt hat, was denn besser werden soll letzten Endes oder wie es auch besser werden soll dann im Business. Und das, glaube ich, da müssen wir einfach weg davon. Sebastian, hast du die Erfahrung, dass diese Hausmeisterarbeiten, hast du sie getitelt, Klempnerarbeit. Und ich meine das mit höchstem Respekt vor Klempnern. Stimmt, genau. Das nehme ich auch nicht so wahr. Hast du das Gefühl, dass Unternehmen das unterschiedlich wahrnehmen? Also gibt es einen unterschiedlichen Reifegrad von dem Fundament der Daten? Oder haben alle Unternehmen in den letzten Jahren diese Datenaufbereitung vernachlässigt? Also natürlich gibt es unterschiedliche Reifegrade, aber ich würde schon sagen, dass es generell ein Thema ist, was überfordernd ist. Ne, also es ist einfach, also wenn man, also ich meine, ich glaube, man kann immer viel Kopfnicken erzeugen, wenn man irgendwo reingeht und sagt, das ist sicherlich so, dass da ganz viele Daten sind, sie wissen eigentlich gar nicht, was sie da alles haben und keiner kennt sich aus oder man weiß auch gar nicht, zu wem man da gehen muss. Ich würde sagen, in 80-90% der Fälle, zumindest wenn keiner zuguckt, nickt da jeder, ja, und sagt, ja, es stimmt eigentlich. Und ich denke aber auch, dass das so ein bisschen daran liegt, dass man, glaube ich, ja schon mal ganz ehrlich, seit Jahrzehnten eigentlich versucht, die Daten, glaube ich, auf die falsche Art und Weise in den Griff zu bekommen. Nämlich, dass es dann ja immer so Initiativen gibt, wo man versucht, so seine gesamte Datenlandschaft dann zu ordnen und in irgendwie so ein Korsett reinzupressen. Ne? Also das würde ich mal auch so ein
paar Beratungen angucken, die da sicherlich auch nicht ganz unschuldig dran sind, ne, die dann sagen, naja, ist doch eigentlich ganz einfach, da malen wir jetzt 6 Kästchen, in jedem Kästchen gibt's dann irgendwie so Datenverantwortlichkeiten und ihr organisiert dann mal den Rest, ne? Und ich glaube, in einem großen Unternehmen, die Datenlandschaft ist viel zu dynamisch. Das kannst du so gar nicht in den Griff kriegen. Du kannst nicht irgendwie eine Excel-Tabelle machen, wo jetzt drin steht, wem gehören welche Daten und was steckt da drin, sondern du musst dieses Thema Datenlandschaft einfach anerkennen, dass das ein sehr dynamisches Feld ist und halt neue Mittel und Wege finden, um dich da durchzunavigieren. Also das ist das, was wir jetzt momentan bei ein paar Kunden machen, dass wir sagen, naja, du kannst ja auch Machine Learning und Algorithmen eigentlich dafür hernehmen, um dich mal durch die Daten bei einem Kunden durchzunavigieren und zum Beispiel mal zu schauen, okay, wenn ich jetzt so 2 Tabellen habe, ja, in denen dann also irgendwelche Spaltenwerte drinstehen, passen die vielleicht irgendwie zusammen? Kann ich das, was in den Spalten drinsteht, meinetwegen benutzen, um diese beiden Tabellen aneinander zu bringen? Ja, oder steht da eigentlich die gleiche Information drin, nur aus verschiedenen Bereichen? Also das ist so ein Bereich, den ich gerade für sehr interessant halte und wo wir auch sehen, dass das relativ erfolgreich ist, wenn man sagt, lass uns doch die Algorithmen nicht nur dafür denken, um dann die Daten zu analysieren, sondern überhaupt erstmal, um die Daten uns so ein bisschen gefügig zu machen und herauszufinden, was ist denn überhaupt da, wie kann das zusammenpassen, wie können wir das korrigieren und so weiter. Weil an diese 80% Daten musst du ja irgendwie ran. Also es nutzt ja auch nichts, irgendwie die 20%, die eh schon ganz gut laufen, zu optimieren, sondern es gibt, muss ja sozusagen den Teil optimieren, wo auch momentan die meiste Zeit und Zeitverschwendung irgendwie reingeht. Und wir versuchen das gerade ein bisschen mit Algorithmen zu machen. Ja, definitiv spannend. An alle Zuhörer nochmal auch gesagt, also wenn ihr die Möglichkeit habt, sowas nochmal voranzutreiben, wenn ihr so ein Projekt starten könnt, bringt Beispiele von Tools, die auch später, wo man nicht mehr aufräumen kann. Was Sebastian ja jetzt gerade gesprochen hat, ist so ein Health-Check. Aber wenn man, um wieder von meinem Home-Turf zu sprechen, wenn man in der Webanalyse eben nicht die Visits erfasst oder nicht ordentlich erfasst, dann kannst du auch kein Year-by-Year-Wachstum ordentlich darstellen oder kannst nicht sagen, wie waren die Werte im letzten Jahr und die mal analysieren, weil die sind unwiderruflich falsch. Die kannst du eben nicht verändern. Und das muss eben allen bewusst sein, ja. Also da muss man natürlich nicht alles messen, aber es gibt so einen Grundsatz an Daten, die man messen muss und wo man auch darauf achten muss, dass sie korrekt sind. Finde ich super spannend, dass du das sagst, vor allen Dingen auch, das klingt so, als hättest du es auch erlebt, was uns auch immer regelmäßig passiert, so wenn Daten nicht da sind, dann dieser hoffnungsvolle Blick, ja, kann man da nicht trotzdem irgendwie was machen, wo man dann halt manchmal auch einfach sagen muss, nee, also wenn es nicht da ist, dann lasst uns gerne was anderes überlegen, lasst uns schauen, wie wir die Daten in Zukunft richtig sammeln. Aber also Daten, die nicht da sind, sind weg. Das ist so ein Phänomen, und dass man das dann nicht wahrhaben will, das begegnet uns schon auch regelmäßig. Das kann ich sehr nachfühlen gerade. Ja, oder dann so Aussagen kommen wie, ja, dann mach halt mal einen Schätzwert, wie das aussieht. Da kann man ja, dann kann man die halt ein bisschen verändern, die Daten. Aber wo du denkst, nee, also machen wir alles richtig oder wollen wir irgendwie raten, wenn wir würfeln wollen, dann brauchen wir gar keine Daten erfassen, dann können wir auch einfach so würfeln. Extrapolation und Imputation, ja genau, also lauter solche Geschichten. Ich meine, klar, irgendwie muss man ja auch dann am Ende zur Lösung kommen. Ich glaube, so einen gewissen Pragmatismus, aber andererseits, ich denke halt auch so, also es ist halt, ich glaube, es ist viel zu häufig die Vorstellung da, naja, wir haben ja schon Daten, und ich glaube, das ist auch wieder was so in der Presse und auf Beraterseite halt suggeriert wird, du hast ja schon alle Daten da, du musst jetzt nur noch so ein bisschen, sag ich jetzt mal, das mit irgendwie Intelligenz beweihräuchern, ja, und dann wird also das Business da komplett durch die Decke gehen. Und so ist es ja nicht. Ich denke, dieses Thema, das, was man an Daten hat, erstmal zu sichten und in den Griff zu bekommen, aber sich halt auch gezielt zu überlegen, okay, was müssen wir eigentlich denn noch sammeln, was uns da am meisten nach vorne bringt, das wird viel zu häufig, glaube ich, als irgendwie zu mühsam angesehen. Also so langsam, glaube ich, dreht sich da auch der Wind. Aber so, ja, wenn ich jetzt mal so, vielleicht mal so 3-4 Jahre zurückblicke, da war es halt einfach so, ja, wieso, wir haben doch ganz viele Daten, warum kann man damit nicht einfach was machen? Und ein sehr langer Erklärungsweg, den man dann da auch damit gehen musste. Ja, das ist, ich glaube, Data Science ist ein spannendes Thema. Data Science können wir definitiv einige der Probleme lösen.
Das ist auch, was ich in meinem Buch, meinem zweiten Buch schreibe ich jetzt gerade dran. Vielleicht auch für dich spannend, wenn du noch was Thema hast zum Data Science. Ich suche noch Gastbeiträge, wenn du Bock hast. Da unterhalten wir uns gern drüber, ja klar. Die Grundlage, um ein Unternehmen datengetrieben zu machen, ist, was du ja gerade sagst, Value zu schaffen oder Mehrwert zu schaffen. Und Mehrwert kannst du erst dann schaffen, wenn du dein Business verstehst und wenn du weißt, welche der Initiativen ob es fachlich Marketing, Data ist, das Business verändern können. Und für Data ist eben die Situation meiner Ansicht nach, dass du eben viel Vorarbeit machen solltest, um später hinten Mehrwert zu generieren. Und ich glaube, das verschlafen leider gerade viele Unternehmen, die machen nicht diese Grundlage, die bauen leider nicht diese Grundlage auf und dadurch entsteht die Situation, dass diese Unternehmen, wenn dann alle anderen schon diese Grundlagen gebaut haben und an Data Science Cases bauen, den Wachstum dadurch provozieren können, feststellen, oh mein Gott, jetzt habe ich echt was verschlafen. Ja, absolut. Und das ist auch ganz schwer dann wieder aufzuholen. Also, ich meine, ich glaube auch, dass ja vielerorts so der Ansatz so ein bisschen falsch gegangen wird, ne? Also, ich finde ja die Frage, was können wir denn mit Daten machen, eigentlich schon nicht richtig, sondern wie du auch sagst, ne, du musst das Ganze ja schon eher vom Geschäft her und vom Business denken und mal überlegst, okay, wo wollen wir denn eigentlich hin? Also, wo sind die neuen Geschäftsfelder? Wo sind die Ineffizienzen, wo wir ran wollen? So, und wenn ich das weiß, dann sollte ich eigentlich erst mir die Frage stellen, ja, mit was mache ich das denn eigentlich? Sind Daten da das richtige Mittel oder haben wir die Daten, mit denen das dann gelingen kann oder eben nicht? Also, dass eigentlich da sozusagen die fachliche Seite da den Takt vorgibt, sage ich jetzt mal, und auch sagt, was sind denn da die Schwerpunkte? Und man mit dem Datenthema dann eigentlich eher versucht, sich da reinzuklinken und sozusagen zu unterstützen und natürlich da auch Ideen reingibt, ne? Also ich glaube, das ist ja auch so, zum ganzen Thema Daten herrscht ja dann auch immer viel Angst damit, ne? Ist das jetzt kompliziert? Kommen da irgendwelche komischen Datenmengen, irgendwelche Begriffe, die man nicht versteht und so weiter? Da kann man ja dann auch helfen und sagen, okay, hier könnte eine Idee sein, das ist das, was andere machen und so weiter. Aber letzten Endes, wenn da der Wille nicht da ist, das Business zu verändern und man erkannt hat, Daten sind der beste Weg, das zu tun, dann wird es halt schon eine sehr wackelige Geschichte irgendwann dann. Also, weil zu sagen, ich glaube auch, du baust ja auch bei euch gerade, wenn ich das richtig gelesen habe, eben, oder hast auch schon lange aufgebaut, eben dieses ganze Thema Daten da bei Douglas. Und was ich daran so spannend finde, ist, ich glaube, ich hab bei vielen anderen Unternehmen eben gesehen, wie das aufgebaut wird, mit dem Ziel so, naja, da ist dann so eine Einheit und die ist überhaupt nicht mit dem Business vernetzt. Also anders als jetzt, als ich das jetzt bei dir wahrnehme, ne? Aber wo man dann gesagt hat, ja, da ist dann so eine Einheit, die macht irgendwas mit Daten, die sitzen dann in irgendeinem tollen Gebäude mit bunten Würfelmöbeln, ja, und viel Post-its an der Wand und keine Ahnung was. Und denken sich den ganzen Tag tolle Sachen aus, machen das ein Jahr lang und dann fangen die an, bei den Fachabteilungen anzuklopfen und zu so sagen, guck mal, was wir hier Tolles gemacht haben. Und dann immer ganz enttäuscht sind, dass das keiner haben will oder irgendwie keiner braucht, ne? Also, und das muss man halt echt andersrum machen. Genau, es gibt ja unterschiedliche Modelle, wie man das aufbaut. Irgendwie ein zentrales Team, dezentrale Teams oder du machst so ein Hybridmodell, wie so ein Hub-and-Spoke-Modell. Und wir wollen eben gewährleisten, dass wir sagen, wir sind die Enabler fürs Business und die Fachabteilungen beraten wir, wir sind sozusagen, ja, die Berater habe ich gerade schon gesagt. Und dann ist die Aufgabe der Fachabteilung selbst, die Daten, die wir bereitstellen, zu nutzen und uns als Sparringspartner zu haben, um deren Business weiterzutreiben. Weil was wir uns nicht anmaßen, ist, dass wir das Business besser verstehen wie die Fachabteilung. Das verstehen die auf jeden Fall besser. Das ist spannend. Du, das ist genau unser Modell auch. Also, das ist wirklich eine spannende Parallele. Also, wir sagen das auch immer, wir nennen das dann, natürlich, jetzt sind wir im Marketing-Podcast, dann ist es auch okay, wir haben Marketingnamen dafür, das Joint Data Lab, ja, das ist dann also unser Format, was wir da haben. Wo wir aber genau mit dem rangehen und sagen, na, pass mal auf, also wir haben die Datenkompetenz, ne? Wir können sagen, was man mit Daten machen kann, wir kennen aus der Praxis die Fallstricke und so weiter und so fort. Ganz genau, wie du auch sagst. Wir würden uns nie anmaßen, jetzt, was weiß ich, bei einem Logistiker, der seit 20 Jahren Logistik macht, jetzt zu erklären, wie die Lastwagen zu fahren haben. Ja, das machen wir nicht. Das muss schon der sagen und der muss sagen, oder die natürlich auch, ne,
wie sowas zu funktionieren hat und wo wir dann mit unserer Analyse und unseren Daten da unterstützen und helfen können. Und das auch von vornherein einfach auch ganz klar zu machen und eben auch nicht zu sagen, naja, weil ich jetzt Daten habe, verstehe ich auf einmal dein Geschäft besser als du. Das ist natürlich, kann nicht funktionieren und stimmt ja auch hinten und vorne nicht. Ja, vollkommen richtig. Ich glaube, da sind wir uns einig, das ist unglaublich fehl am Platz zu sagen, wir haben die Weisheit mit Löffel gefressen und wir können jetzt euch sagen, wie es besser funktioniert. Da wird entstehen, dass die Fachabteilung zumachen, sagen, was wollt ihr eigentlich und das Business weitertraben und im schlimmsten Fall eben den Daten ganz die Zukunft versagen. Und das sollte ja nicht die Lösung sein. Und die um das auch nochmal ganz klar zu sagen, meiner Meinung nach sind auch Daten nicht für alles die Lösung, ja, sondern es ist ein Wegweiser, den wir geben können. Und dann entscheidet das Business, was sie davon nutzen und ob sie überhaupt was davon nutzen. Ja, hundertprozentig. Also diese, ich glaube aber auch, dass wir da natürlich so ein bisschen unter diesem Hype leiden, ne, wo jetzt lange Zeit suggeriert wurde, Daten sind die Lösung für alles und ja. Auch so ein bisschen, dass es ja fast so weit geht, dass man sagt, naja, wenn du nicht datengetrieben entscheidest, dann machst du ja irgendwie was falsch. Und wo ich auch irgendwie sagen muss, naja, es gibt doch viele Entscheidungen, da kann ich die Daten gar nicht haben. Und natürlich bin ich darauf angewiesen, dass ich Experten habe und jetzt auch mutige Führungskräfte, ja, die sich da trauen, auch Sachen zu entscheiden, wo eben nicht die vollständige Datenlage klar ist und das alles herberechnet werden kann. Und es muss halt so ein Zusammenspiel sein. Und da finde ich halt auch so, ja, dieser Begriff Data Science, ich meine, den kriegst du ja jetzt nicht mehr weg, aber ich würde den schon gern auch so ein bisschen weiterfassen und sagen, naja, in Data Science geht es eben nicht darum, Daten zu analysieren, sondern letzten Endes Unternehmen zu verändern. Und das gelingt dir halt nur, wenn du diesen ganzen menschlichen Faktor halt auch mitmachst, ne? Wenn du halt Angebote machst, wenn du schaust, dass du für deine Lösungen wirbst, wenn du versuchst zu verstehen, okay, die ganzen Stakeholder, die halt da sind, was interessiert die eigentlich, was brauchen die jetzt von dir und nicht, wie kann ich jetzt sozusagen einfach die schickste Analyse machen, wo ich mich dann toll fühle, ja, weil die am Ende dann vielleicht auch noch keiner versteht oder ich sagen kann, ja, wir haben hier den neuesten Kram irgendwie verwendet. Das ist ja auch was, so wieder Richtung Klempnerarbeit, wo man sagen muss, wir verwenden in unserer alltäglichen Arbeit jetzt bei OneLogic auch nicht, also ganz selten, was weiß ich, sowas wie neuronale Netze oder so, weil du das einfach nicht brauchst, weil es auch einfach wahnsinnig schwer zu verstehen ist. Daten sind meistens auch nicht geeignet dafür. Wir verwenden teilweise ganz einfache Methoden. Und wir haben auch teilweise Fälle, wo wir sagen, Data Science muss nicht mal was mit Machine Learning zu tun haben, sondern Data Science kann auch einfach sein, dass man die Daten nimmt, sich einen schlauen Algorithmus, der aber statisch ist, ne, der gar nicht so richtig schlauen Algorithmus ausdenkt, der die Arbeit erledigt. Und dann ist das auch fein. Also da muss ich mich ja nicht irgendwie ärgern, dass ich jetzt nicht den neuesten Kram da eingesetzt habe, sondern eigentlich eher mal freuen, dass ich irgendwie ein Problem effizient gelöst bekommen habe. Und da bin ich eigentlich auch ganz froh, dass sich das auch wieder so ein bisschen zu wandeln scheint. Ne? Also dass sozusagen Pragmatismus und Hauptsache wir bringen was auf die Schiene auch wieder einen höheren Wert bekommt, als ist das jetzt so the shiny new thing, ja, was wir da irgendwie hingestellt haben und das glänzt dann in alle Richtungen, aber bringt eigentlich überhaupt nichts. Ich glaube, wir merken, wir können da echt sehr lange drüber sprechen, Sebastian. Eine Frage, die ich immer wieder meinen Gästen stelle. Und das ist vor allem das Spannende, weil ich finde, dann sieht man so die Leidenschaft derjenigen, wie weit sie mit Daten arbeiten. Was beschäftigt dich denn privat oder wie beschäftigst du dich denn privat mit Daten, Sebastian? Ich fürchte, das ist eine unglaublich enttäuschende Antwort, nämlich Daten sind für mich wirklich momentan das reine Berufsleben. Ja, ich habe auch vor einem Jahr zu all denen gehört, ne, die sich mal irgendwie vom RKI die Covid-Daten gezogen haben und mal versucht haben, irgendwie da so ein bisschen was drauf loszulassen und zu animieren. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, so spannend und faszinierend, wie ich dieses Thema finde, in meiner Freizeit, vielleicht passt das auch zu dem Klempnerzeug, ich handwerke total gerne. Also in meiner Freizeit verbringe ich überhaupt ganz wenig Zeit mit Daten, sondern bin eher begeistert darüber, was man so mit Laserschneiden und 3D-Druck und Raspberry Pis und keine Ahnung, was so heutzutage auf die Beine stellen kann. Ich glaube, da brauchen dann irgendwie neben dem Kopf auch meine Hände dann ganz viel Beschäftigung. Und die Kinder natürlich auch. Aber die sind noch nicht alt genug für Raspberry Pi, aber bald. Und dann werden wir da viel Spaß haben. Dann wird gemeinsam dran gewerkelt. Ja, natürlich, klar. Wenn sie wollen, also.
Cool. Hast du zu dem Thema, womit die Folge ging ja jetzt vermehrt darum zu sagen, ey, was ist Data Science, haben wir jetzt nicht zwangsweise gemacht, sondern wie kann Data Science dem Business helfen und was sind eigentlich so ein bisschen die Barrieren, um zu gewährleisten, dass wir das Buzzword Data Science ein bisschen entmystifizieren und auch wirklich umgesetzt bekommen. Fehlt dir was von deiner Seite noch, Sebastian, um es abzurunden? Nicht, dass mir das gleich. Nö, ich denke. Das ist ein schönes, kompaktes Format. Und ich finde, auch außerhalb des Podcasts sollten wir uns einfach mal austauschen. Ja, sehr gerne, sehr gerne. Habe ich ja auch gerade gemerkt. Und ich habe für die Zuhörer nicht so ganz spannend, aber wir finden bestimmt auch was Cooles fürs Buch. Da wär super, weil ich glaube, unterschiedliche Ansichten helfen einem sehr weiter, um zu gewährleisten. Du, gerne, ja. Dass man. Und du hättest, wenn du Lust hast, natürlich kannst du auch gerne, wir haben ja auch einen Firmenpodcast, ne, wo wir auch eben genauso Data Science in der Praxis, also wenn du Bock hast, gerne. Ja, sehr gut, dann laden wir dich sehr gerne da ein, dann können wir mal da weil mich, ich habe gerade gemerkt, ich musste aufpassen, dass ich dir jetzt nicht so viele Fragen stelle, ich finde das so spannend, was du da machst. Sehr gerne, Das machen wir dann andersrum mal irgendwann. Das machen wir andersrum, genau. Okay, dann vielen, vielen Dank dir, Sebastian, für die Folge. Und genau, wir hören uns auf jeden Fall. Du, dank dir für die Einladung. Hat mir echt Spaß gemacht und dann bis hoffentlich bald. Danke. Mehr vom Podcast? Abonniere My Data is Better Than Yours und bewerte ihn gerne.